Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Our World. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben mal hier Generator gebaut, nicht? Ich habe mal so gemacht. Hier habe ich so Förderband gebaut. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie das funktioniert. Und ich habe es dann geschafft, unsere Ausrüstung aus dem Vulkan wieder zu kriegen. Und das Riesendrachenei. Oh, können wir schon ausbrüten. Eine Minute, dann haben wir das auch. Ich würde sagen, machen wir erstmal den hier. Germantide Ignis haben wir gefunden. So, und hier, es müsste nochmal Anubis sein. Ich habe nämlich noch ein paar Anubis gezüchtet. Anubis. So, jetzt holen wir uns noch zwei Anubis-Eier. Die habe ich nämlich schon mal auf Vorrat gemacht hier. Produktionsdinge. So, 56 Sekunden noch. So, jetzt gucken wir uns mal Germantide Ignis an hier. Muss ja ganz hinten sein. Hier ist er. Zack. Den bloß noch als epischen Boss und schon geht's los. So. Team. Er hat Feuererzeugung auf Level 4. Drache Feuer. So. Dazu ein bisschen Skyrim-Musik. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das ein bisschen Probleme verursacht oder nicht. Was haben wir denn da zu wenig? Rote Bären haben wir zu wenig. Okay. Die hält sich gerade hier mit auf. Alles klar. So gucken wir aber. So, der ist dort. Technologie technisch müssen wir mal gucken. Wir waren jetzt in Level Up. Wir haben jetzt eine Pistole. Pistolen können wir jetzt bauen. Die wird schon gleich mitnehmen hier. Schutzwand. Genug Points haben wir ja. Da brauchen wir 4. Warte mal. So, können wir die hier bauen? Ach ne, Waffenwerkbank wahrscheinlich. Pistole können wir bauen, brauchen wir Metallbomben. Dann müssen wir mal rüber in die Metallinsel gehen. Weil Pistolenmunition müssten wir sogar haben, genug. Sehe. Müssen wir zum Metall in hier Base gehen hier. Wir müssen uns mal noch ein paar andere Bases errichten. Wo wir hier die Wolle produzieren und so ein Bums. So. Bin übrigens immer noch nicht umgezogen, dummerweise. Also was heißt immer noch nicht umgezogen, dann nicht vollständig umgezogen. Bin immer noch in der alten Wohnung. So, jetzt bin ich wieder völlig überladen. Da kann man nämlich unser Gewehr einmotten mittlerweile, weil das Gewehr, also die
Muskete ist zwar geil, aber es ist halt. Und nachladen dauert ewig. Da haben wir da eine Pistole zumindest schon mal. So. Wie viel haben die eigentlich hier schon zusammengesammelt? Oh, bloß 2000. Helfen mal eine Runde mit. Können wir eigentlich noch mehr Erzspots machen. Rein theoretisch könnte man das auch gleich umschmelzen. Da muss man es ja erst mitnehmen. Das will ich mir. Aber wenn das Auto, da müssen wir gucken, wie man das vielleicht automatisiert hinkriegt. Ich will gar nicht wegreisen. Wir müssen erstmal den Rest noch einziehen hier. In der Zwischenzeit mal ein bisschen was umgelegt hier. Damit die nicht ständig dort hinten drin rumbacken, habe ich das mal hierher gestellt, weil das nervt dann doch schon. Wir gehen mal schnell dort oben pennen. Dass wir überhaupt noch pennen können. Ich bin mal gespannt, ob das dann despawnt hier, der ganze Bums, den wir hier gebaut haben. Weil das Zeug, was dort oben auf dem Felsen war, haben wir ja nie weggemacht. Haben wir das weggemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten das nie weggemacht. Das ist einfach despawnt, ne? Ist dann irgendwann kaputt gegangen. So, dann legen unsere Freunde hier weiter los. Ich habe in der Zwischenzeit auch einen seltenen Gigaschild gebaut. Davon brauchen wir auch noch was. Unsere Rüstungen haben wir hier auch noch. Ich weiß nicht, ob wir mehr Erz kriegen, wenn die das abbauen, oder ob das dieselbe Menge Erz ist, die wir da draus kriegen. Das weiß ich nicht. Schon fancy aus, ne? Die Ninja Dorsalzierung. Wolli haben wir hier. Ich habe vor uns auch ein paar Wollis gefangen und ein paar Chickypeas und so, ne? Das wird da ein bisschen vorankommen mit dem Level. Das sollte man ja ab und zu mal machen. Müsste man eigentlich auch hier upgraden, die Jungs, ne? Theoretisch müssen wir mal gucken, aus was wir die breeden können. Es wäre richtig viele von den Breeden, die einschmelzen, zu Saft arbeiten und dann aufwerten. Weil dann arbeiten die auch schneller. Ich glaube, dann haben die auch höheren Ertrag, oder? Ist jetzt. Da muss man auch gucken, was für Eigenschaften denen am besten passen. Ne? So, jetzt sind wir wieder über Norden. Und dann nehmen wir den ganzen Bums mit, schmelzen den bei uns ein. Das kann ja dann gleich German Diet Ignis machen. Das ist so eine komische Name. German Diet Ignis, hätten sich schon was anderes überlegen können, die. Mir das. Das alles weggehauen. Ja, Freunde, macht aber da drüben noch das Ding fertig, ne? Hoffe ich zumindest, dass er das macht. Hier haben wir jetzt 248. Ja, wir haben noch ein bisschen Erz vor uns. Nee, gibt's nichts zu tun, ihr seid auch schon schwachlos. Da machen wir's halt selber. Blöden Säcke, ey.
Na komm. Da haben wir es zurecht. Hier oben war nicht mehr. Wir hätten aber schon drüben hingerungst. Hellfreund, Hell Hardliner. Greift die hier an? Ja, die greifen hier an. Ne, wir würden alles mitnehmen. Und zu uns auf der momentanen Hauptbase wechseln. Ist eigentlich bekannt, wie viele von den Bossen man errichten kann, oder ist das unbegrenzt? Aber das wäre ja ganz nice. So, Max. Ja, der macht schon mal Banane, ja. Liga der Pelfreine. Reine. Der hat ein Level abgekriegt. Der hat auch ein Level abgekriegt. Ich glaube, der 50 braucht ich noch. Dann nehmen wir uns mal die 50 mit. Bauen wir die Pistole. Ja. Die brauchst du noch fasern. Das ist aber nicht so geil wie unsere, ne? Was braucht die für Munition dann eigentlich? Schreite da mal. Tolle Munition, 5-mal. Produktion beginnen. So, naja, das kannst du ja bauen, ne? Obwohl eigentlich, Digi, wir brauchen unseren Anubis. Weil der macht das wahrscheinlich, ja, der macht das viel schneller. Das können auch die machen. Da ist das Ocean Perch. So, ist es.
So, Pistole. Fertig. Dann war das mal wieder eine Folge bloß fürs Dings. Dann können wir die eigentlich einmotten, weil ganz ehrlich, scheiße. So, pistolentechnisch. Haben wir da Munition hier rumgeistern? Pistolenmunition, 27 Schuss haben wir hier. Hier haben wir nochmal 25 Schuss. Das ist der, läuft doch schon mal. Ja. So, Schießpulver. Ah, hier können jetzt mehrere dran arbeiten. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wir stellen jetzt 465 Schuss davon her. Upsi. Das sieht schon cool aus, ne? Da kannst du dazu eine Produktionsstätte bauen, nur mit Anubissen, die dann hier die Dinger zusammenforsten. Forsten. So. Das ist eine übelste hier auf Elefantendöderkanone hier, ey. So ein Riesenteil. So, naja, da bauen unsere Anubis hier schön die Dinger. Der ist ja Transport, ne? Der ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Transport. Aber der Hellfire macht ja auch ordentlich Transport, ne? Der macht ja nur Transport. Könnten wir eigentlich den austauschen gegen einen Anubis? Auch wenn der halt Holz fällt. Aber Holz fällen können wir auch mit den anderen machen. Wir haben Felden hier in der Holz. Der fällt zwar Holz, aber... Müssen wir da mal gucken, wer noch Holz fällt für uns. Haben wir jetzt zumindest schon mal drei Anubis hier dran. Sieht schon mal cool aus, ne? So. Hier muss noch ein Ei rein. Im nächsten Anubis. Ne, hier war er nicht drin. So, zack. Willst du dich dorthin machen, du Penner? Wie viel wiegt die Munition eigentlich dann? Ja, es geht. Zumindest haben wir erstmal genug Munition rumgewonnen. Das bringt uns schon mal viel. Ich kann die erstmal raus hier. Das kann eigentlich auch erstmal weg hier. So, Zaki mit Magie. Sieht es jetzt eigentlich aus? Sie bauten eigentlich gar keiner mehr Dings an. Die könnten auch mal bewässern, die Johnnies hier, ne? Ist der jetzt fertig hier gewesen? Warte mal, wenn wir German Tide hier dran setzen. Ja, dass der den Rest hier fertig macht. Warum bewässert der jetzt nicht hier? Der rennt auch bloß rum, ne? Wenn ich mal eine kurze Pause, wie so ein bisschen bescheuert oder sowas. Wir müssen jetzt mal das Ding bauen, ne? Diese Befehlskanzel. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Der Penter da erstmal. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und dann werden wir uns mal ein bisschen zur Gemüte führen, was hier noch so abgeht. Vielleicht noch ein bisschen Viehzeug fangen. Wir könnten auch mal hier unten uns am Nemesis probieren hier. Den würde ich gerne mal jetzt umknibbeln. Wir können auch mal hier die anderen alle umknüppeln. Wir könnten mal eine Boss-Fight-Runde machen. Machen wir einfach mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Mit V.